Ja, hallo und willkommen zurück zu Resident Evil, dem Director's Cut. Wir sind unten in den Schlafräumen und jetzt wollte ich mal das genauso starten, wie ich mir das mal gedacht habe, damit ihr mal seht, was ich meine mit dem, was ich das letzte Mal gesagt habe, ja. Und wieder haben sie die Welt des Horrors betreten, in der nur das Überleben zählt. Viel Glück. Das kommt halt, wenn man einen neuen Spielstand startet, wird einem was immer erzählt. Jetzt muss ich erstmal was loswerden. Das brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Moment, Moment. Weil wir müssen ja auch zu den Haien. Und da habe ich mir überlegt, Kobel, die Dias hatte ich gesagt, Feuerzeuge. Das rote Buch, ja, das war auch so eine Geschichte. Mach die Haie jetzt mit der Bazooka fertig. Der ging mir so auf den Geist, die haben mich mitgezogen. Dann ging das ewiglich los. Und ach. Aha. Es kommt auch gleich noch was anderes. Mal sehen, ob das auch damit geht. Aber ich glaube, die zielt ziemlich schlecht. Denn hier drinnen wird es gleich etwas ekelig. Ah. Die Kinder kommen raus. Da muss ich kurz raus. Das ist. Der Raum hat eigentlich an sich nicht wirklich einen größeren Sinn. Finde ich. Außer, dass ich hier Munition für meine Pistole finde. Die ist rar. Jo, mehr gibt es hier nicht zu sehen. Also hier einen Billardtisch. Eine Kugel mit einer 9. Ja, ob die 9 mir jetzt irgendwie was sagt, ob ich mir das merken sollte. Dann würde ich mal sagen, wir begeben uns in Richtung Haifischbecken. Unfreiwillig, ja. Da ist ja dieser Tank unten, der gebrochen ist. Übrigens. Ja, ich habe ja selbst mal eine Vogelspinne gehabt. Ein Kumpel von mir, der hat sich auch dann eine geholt, ja. Die ist mir irgendwie, die ist irgendwo an einem Dings hängen geblieben, an irgendeinem Stoff, an Vorhang. Er hat sich nicht getraut, die wieder wegzunehmen. Ja. Die hier, die großen Vogelspinnen bei Resident Evil hier, die nerven. Die sind für mich wieder eklig, weil ja das ist der komplette Kontrast. Ich selbst kenne diese Tiere, sind sehr liebe Tiere, sehr, ja, sind keine Kuscheltiere natürlich. Ich will unten erstmal in den Haifisch. Weil da interessiert mich mal 13. 002 waren wir ja letztens. Ja, 002 war das,
wo ich den Schlüssel gefunden hatte und den auch wieder weggeworfen hatte. Ja, und da geht's hier runter natürlich. Ja. Eine Leiter, möchten Sie hinuntersteigen? Ja, natürlich, wir müssen. Ich möchte nicht, aber ich muss. Ich muss das tun. Oh, jetzt geht's los. Na, ich hab die Bazooka, ich hab noch 127 Schuss. Na komm, komm. Längst weg sein. Sind die unkaputtbar manchmal? Anstalten zu sterben. Das ist ja krass. Man kann sie nur fernhalten irgendwie. Man kann sie nur fernhalten. Ich habe da auch schon das HD Remaster angefangen und ist doch eine Tür hinter der Pflanze. Da ist doch eine Tür, da kann ich da nicht rein. Die muss ich bestimmt von oben zerstören. Das sieht aus wie eine, wie die Wurzel einer Pflanze. Da hängt eine Tasche herunter. Es ist nichts Nützliches drin. Ich würde sie mitnehmen, vielleicht ist aber mehr im Inventar drin oder so. Also die Haie sind nicht zu töten. Ah! Natürlich kommst du von der Seite. Oh, wir haben noch mehr Türen. Märtyrer, ja. Witz. Was, da gibt es kein Schlüsselloch? Da gibt es gar kein Schlüsselloch. Gerade benutzt Kontrollschlüssel. Ja, den hatte ich eingesammelt. Der ist jetzt nutzlos, den werfen wir den halt einfach bei 61. Oh, ich habe schon ganz schön viel Schuss. Nur für die Haie verbraucht. Also, merkt euch, die sind nicht zu töten irgendwie. Die brauchen eine andere Munition, glaube ich. Wieso leuchtet das so komisch? Das ist ein Hebel, möchten Sie? Frag mich nicht immer sowas und dann sterbe ich. Oh, da sterben die Haie ja sowieso, wenn wir auf Grund liegen. Stimmt doch, oder? Die sterben doch eh. Dort ist ein Schalterknopf, möchten Sie... Aus dem Nebenraum war ein Geräusch zu hören.
Das bedeutet wahrscheinlich, dass der nichts Besonderes, dass der vielleicht der Raum ohne Knopf aufgegangen ist. Ah, jetzt weiß ich auch, wie ich im HD weiterkomme. Ich höre sie schon zappeln. Ich guck mir das jetzt erstmal nicht an. Okay, let's go. Natürlich, Munitionmagazin für die Pistole immer mitnehmen. Ich nehme doch gleich beide mit. Zack, ja, 105, ja. Und die Pistole macht nicht überall was aus. Sie sind alle nass und unbrauchbar. Steht auf diesem Zettel oder was? Nee, Schrotmunition, ja. Noch was? Nochmal. Oh, hier glänzt was. Nass und unbrauchbar, aber hier hat was geglänzt. Ein Schlüssel. Für was ist das? Schlafraumschlüssel. Den werde ich gleich mal überprüfen. Schlafraumschlüssel. Da steht ja meistens eine Nummer. Eine Nummer 8 steht hier drauf. 003. Wir waren in 002, also. Also geht's jetzt auf zu 003 und ich schaue mir die Haifische nochmal an, diese da. Also, wenn ihr versucht, die Haie zu töten, habt's gesehen. Es geht nicht. Ja, das ist natürlich Mist, ja. Ich kann an euch vorbei und ja, ich lasse euch sterben zurück. Das tut mir gar nicht leid bei der Muni, die ich verbraucht habe. Hier ist auch kein Wasser mehr, ist logisch, ja. Hier auch nicht. Und das wäre jetzt noch gewesen, die Kisten sind nicht mehr. Normalerweise ist ja das Wasser abgelassen, da müssten ja auch die Kisten nicht mehr sein, oder? Oder liege ich da jetzt falsch? Die Pflanze ist ja auch das nächste. Nächste Ziel, die Pflanze. Zumindest erstmal das 003. Was ist denn hier überhaupt drin gewesen? Moment, apropos. Die Pflanze war doch auch im Wasser. Die Pflanze war auch im Wasser, das habe ich jetzt ganz endlich dran gedacht. Wenn die kein Wasser mehr hat, kann die dann überhaupt noch existieren da unten? Da war die andere kleine Tür. Ah. 003 kann warten. Ich muss erstmal wissen, was mit der Pflanze ist. Vielleicht hat die sich ja auch jetzt erledigt mit der ganzen Geschichte mit dem Wasser ablassen. Ja, da japst du nach Luft. Wurzeln einer Pflanze. Okay. Da hängt eine Tasche, da hängt herunter und nichts Nützliches drin.
Die Pflanze versperrt aber eindeutig, versperrt diese Pflanze eine Tür, wo ich hin kann. Eindeutig. Also, nächstes Ziel, Raum 003. Und die Bienennester versuche ich mal anzuzünden. Weil das soll ja helfen. Rauch und sowas. Na, schauen, das Feuerzeug habe ich ja noch dabei. Ja. Feuerzeug ist noch da. Moment, ich muss erstmal zurück. Ja, die wird mich gleich wieder greifen. Solange die hier noch ist, greift die mich. Nothing, zero. Gehe mal nicht davon aus, dass jetzt ein extrem großer Gegner kommt. Ich hoffe es zumindest nicht. Sonst stehe ich am Ende mit dem Messer da. Ja, natürlich machst du das. Die muss weg, die Pflanze, die muss weg. Aber ich glaube, ein Feuerzeug allein wird da nicht ausreichen. So. 002, da kommt bestimmt auch 003. Ach nein, das ist doch... Ach nein, nein. Das war jetzt hier unten. Da ist kein... Da ist die Leiter. Da geht's wieder nach unten. Was sollen die Statuen hier? Die machen überhaupt keinen Sinn. War da irgendwo noch mehr Räume? Ah. Ah, ich kann das nicht. Ich kann's. Ich bin vergiftet übrigens. Alter Schwede. Sie haben gerade benutzt Schlafraumschlüssel. Das war 003. Das Zimmer ist hier. Lass mich hier rein, was ist denn mit euch los? Was stimmt mit euch nicht? Das scheint doch ganz schön weitläufig noch zu gehen. Ne?
Oh, der ist tot. Auch mal was Neues. Ich trage jetzt nichts mit mir rum. Ich weiß, wo es ist. Ich sehe hier unten. Das ist schon wieder so eine Munition. Hier vorne nichts zum Lesen. Ich lese ja so gerne. Und schieb auch gerne Schränke, aber da scheint sie nicht schieben zu lassen. Eine Reihe von roten Büchern. Das ist ein weißes Buch, dabei möchten Sie es nehmen. V. Jolt Bericht. Lesezeit. Ja, wie ich bereits in meinem letzten Bericht schilderte, gibt es ein paar gemeinsame Besonderheiten, die wir in den Zellen von Pflanzen gefunden haben, die vom Tyrant-Virus infiziert wurden. Wir haben außerdem mit Hilfe einiger Experimente eine weitere interessante Tatsache festgestellt. Wir fanden eine Substanz, die diese Pflanzenzellen rasch zerstört. In UMB Nummer 16, einer Chemikalie aus der UMB-Serie, die wir bei diesem Experiment eingesetzt haben. Dieses UMB Nummer 16 bezeichnen wir auch als V-Jolt. Okay. Nach unseren Berechnungen wird es weniger als 5 Sekunden dauern, um die Pflanze 42 zu zerstören, wenn wir die V-Jolt direkt auf die Wurzeln aufbringen. Ah, die Wurzeln. Um V-Jolt herzustellen, muss man einige Chemikalien der Serie UMB in bestimmten Reihenfolge mischen. Die Chemikalien der UMB-Serie können allerdings ein giftiges Gas erzeugen, das für den menschlichen Körper sehr gesundheitsschädlich ist. Beim Umgang mit diesen chemischen Substanzen, ist daher äußerst Vorsicht geboten. Nachstehend sind die verschiedenen Arten von Chemikalien der UMB-Serie angegeben, sowie eine knappe Beschreibung. UMB Nummer 2, Nummer 4, Nummer 7, Nummer 13. Was war jetzt? Was brauchen wir? UMB Nummer 16. Goldbericht. Ja. Jetzt fehlt ein Buch. Das ist das rote Buch, was ich schon mal gesammelt habe. Jetzt weiß ich mehr. Ich kann zurück erstmal. Ohne jetzt hier sinnlos rumher zu irren. UMB 1. Buch fehlt. Verschwinden nicht dann auch die ganzen Auswüchse von der Pflanze? Besonders dieser Auswuchs, das Andauern, dieses Packen, das muss mal verschwinden, muss mal aufhören, Mensch. UMB 16 oder was? UMB? Das ist das, was fehlt.
ich habe doch das gelesen. Oh, was war es denn jetzt? Datei. Es ist jetzt. Wieso ist das hier nicht bemerkt? Volt Bericht. UMB Nummer 16. Das nehme ich jetzt gleich mit. Erstmal die Pflanze kaputt gemacht und dann wird das Buch da unten reingesteckt. UMP. Zehn habe ich. Okay, erstmal das rote Buch. UMB Nummer 16. War das wirklich so? Habe ich mich jetzt verlesen? Oder hatte ich da auch ein V-Jolt? Hatte ich das schon hier mit drin, ne? V-Jolt. Nein. Hatte ich nicht. Was war jetzt das rote Buch? Nimm doch mal mit. Vergiftung ist weg. Ich wusste doch, die blauen Kräuter, dass sie irgendwas damit zu tun haben. Ich wäre verrückt. So, das Buch. Hier ist die Tür. Da ist die Tür. So, das stecken wir hier gleich mal rein. Ich wollte den noch schieben. Hauptsache, es kommt niemand Riesiges jetzt. Aber sonst kommt niemand Riesiges jetzt. Ach, das ist die. Treffe ich die überhaupt mit einem Schuss? Na, ich soll doch die. Dieses UMB.
nein, nein, nein. Oder mit meiner Bazooka. Mit der Bazooka vielleicht. Aber wenn da wirklich nur das Kraut hilft. Dann schieße ich die nicht tot. Dann greift endlich mal niemand mehr nach mir. Bazooka. Nein, nein. Das mache ich das nächste Mal. Ich muss es erstmal austesten. Okay. Ich mache erstmal Schluss und speichere ab. Mache einen kleinen Cut. Ja. Und wie immer, vielen Dank, wenn ihr bis hierher zugeschaut habt. Vielen Dank dafür. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Resident Evil, dem Director's Cut. Ich bin erstmal raus. Tschüss.